verlagert. Dabei wird zunächst milde, im weiteren Verlauf frische Meeresluft herangeführt. Die Vorhersage für morgen. Bedeckt und von Westen Durchzug eines Regengebietes. Am Nachmittag im Nordwesten Übergang zu wechselnder Bewölkung mit einzelnen Schauern. Tiefstemperaturen um 3 und Höchsttemperaturen 6 bis 10 Grad. Im Südwesten bis 12 Grad. Mäßiger bis starker, in Böen Orkanstärke erreichender Wind aus Südwest bis West. Guten Abend, meine Damen und Herren. Nach der Tagesschau geht's nun weiter im Programm des Westdeutschen Fernsehens. Zunächst mit dem ersten Teil der Sendung, wenn die Fernsehbilder plastisch werden. Ab 21 Uhr zeigen wir wieder eine komische Geschichte mit Georg Thomalla. Anschließend haben Sie ab 21.45 Uhr bei Monitor im Kreuzfeuer Gelegenheit, den Redakteuren im Studio telefonisch Fragen zu stellen. Als letzte Sendung des Abends um 22.30 Uhr Frauenstudien. Heute mit einer Dokumentation der senegalesischen Filmemacherin Safi Faye über ein Dorf im Senegal. Zum Sendeschluss bringen wir gegen 23 Uhr noch einmal Nachrichten. Meine Damen und Herren, wenn die Fernsehbilder plastisch werden, heißt die nun folgende Sendung, mit der das westdeutsche Fernsehen ein Experiment beginnt. Ein dreidimensionales Experiment, bei dem Sie in den nächsten 45 Minuten Ihre Fernsehbilder einmal räumlich erleben werden, und zwar so, wie wir unsere Welt täglich sehen. Voraussetzung ist allerdings, dass Sie sich eine rot-grüne Brille besorgt haben und ein Farbfernsehgerät besitzen. Jetzt noch ein kleiner Rat. Vermeiden Sie bitte, dass Zimmerlicht auf Ihre Fernsehröhre fällt oder sich Lichtquellen im Bildschirm spiegeln. Beides beeinträchtigt den Raumeindruck. Sollte Ihnen das Fernsehbild durch die 3D-Brille zu dunkel erscheinen, dann erhöhen Sie einfach die Helligkeit Ihres Farbfernsehers und eventuell die Farbsättigung. Und nun viel Spaß. Ah, ist ja nur das blöde Ding nur. Das lag doch hier die ganze Zeit. Junge, das ist ein Kokolores. Wer hat denn hier wieder seine Nase da rumgekramt, wo er nicht soll? Na, guck mal hier. Da kannst du lange suchen. Jo, das täte ich auch an Ihrer Stelle.
Ist das unheimlich hier? Das ist ja wie elektronische Geisterbahn. Könnten Sie mal bitte meine Hand halten, ja? Jawohl, Fräulein. Oh, nee. Das jetzt keine Missverständnisse, weil wenn Sie mich um Ihre Hand bitten, dass ich die nehmen soll, dann habe ich nämlich schon eine. Und zwar die von unserer Mama. Ja, ich ruhe nicht, dass ich sie anfasse und Sie denken sich beim Anfassen mehr als wie nur anfassen, Fräulein Steger. Nein, ich möchte Ihre Hand nur, weil mir so unheimlich ist. Ja. Als Mann sind Sie mir völlig gleichgültig. Ja, dann ist gut. Aber nee, also völlig ist vielleicht sogar übertrieben, nicht? Gleichgültig hätte auch gereicht. Kommen Sie. Sie kennen sich doch hier aus im Fernsehen, oder nicht? Ja, Sie doch auch, oder? Aber nicht in dieser Technik. Ah, das ist egal. Was man nicht weiß, das muss man sich erklären, ist mein Grundsatz. Da hinten ist ein Loch, wie ein Fenster. Sollen wir mal gucken, was dahinter ist? Vielleicht gibt es da eine Erklärung für diese unheimlichen Erscheinungen. Oh, entschuldigen Sie. Guten Abend. Guten Abend zusammen. Darf ich den Fernseher, das ist eine gute Stube. Ja, bestimmt keine Ahnung von Plastikfernsehen. Noch keine Ahnung, noch nicht. Aber wenn Sie diese Sendung bis zum Ende angucken, werden Sie hinterher viel, viel, viel mehr darüber wissen. Ja, herzlichen Dank. Guten Tag, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie zu unserem dreidimensionalen Experiment im dritten Programm. Zur ersten Raumbildsendung des deutschen Fernsehens. Bisher haben Sie auf Ihrem Fernsehschirm immer nur flache, zweidimensionale Bilder sehen können. Aber unsere Welt besteht ja aus drei Dimensionen. Aus der Breite, aus der Höhe und aus der Tiefe. Und wie tief heute das Fernsehen sein kann, das will ich Ihnen jetzt mal demonstrieren. Ich kann sogar bei Ihnen zu Hause ein wenig Staub wischen. Oh, Entschuldigung. Also das nächste Mal machen Sie das bitte lieber selber. Dass das Ganze nicht so ganz problemlos funktioniert, das erkennen Sie selbst an der rot-grünen Brille, die Sie sich für diese Sendung besorgt haben. Wenn Sie keine Brille haben oder für einen kurzen Moment mal Ihre Brille absetzen, dann werden Sie einen etwas verwaschenen Bildeindruck haben. Sie haben das Gefühl, etwas doppelt zu sehen. Auch wenn Sie nichts getrunken haben, vertrauen Sie ruhig Ihrem Gefühl. Denn in der Tat senden wir heute zwei Bilder, die auch mit zwei Kameras aufgenommen werden. Das ist übrigens unsere Doppelkamera mit ihren beiden Objektiven, die unseren beiden Augen entsprechen. Mit Ihrer Brille aber sehen Sie nur ein Bild, nämlich ein dreidimensionales. Dass unser Fernsehbild tatsächlich aus zwei Einzelbildern besteht, das können wir Ihnen mal hier leicht demonstrieren. Wir zeigen mal diesen Kaktus mit unserer Raumbildkamera. Und hier an diesem Monitor sehen wir jetzt nur das Bild des rechten Kameraobjektivs. Und wenn wir jetzt mal umfalten auf das linke Kameraobjektiv, dann sehen Sie, dass sich die beiden Bilder doch erheblich voneinander unterscheiden. Tja, wie das alles so funktioniert, dass aus zwei Einzelbildern ein räumlicher Bildeindruck, wohlgemerkt ein Eindruck wird, das wollen wir versuchen, Ihnen in dieser Sendung zu erläutern. Zuvor aber noch drei Hinweise. Erstens, unser 3D-Verfahren funktioniert nur, weil wir in Farbe senden können. Es funktioniert also auch nur dann richtig, wenn Sie sauber in Farbe empfangen können. Schwarz-Weiß-Zuschauer sind uns zwar willkommen, aber Sie werden einen etwas verwaschenen Bildeindruck haben, da nützen auch die Brillen nichts und Sie müssen auf die besonderen Effekte der Dreidimensionalität verzichten. Zweitens, die Farbe dient nur der Trennung. Also wenn Sie Farbe empfangen können und die Brille benutzen, wird Ihr Bildeindruck so sein wie bei einer Schwarz-Weiß-Sendung. Allerdings dreidimensional. Warum das so ist, darüber später mehr. Letzter Hinweis, auch bei optimalen Verhältnissen, also sauberer Farbempfang und die richtige Brille. Also links rot, rechts grün. Dann schaffen es manche Menschen nicht, einen räumlichen Eindruck zu bekommen. Das kann, bitte kann, an einem Augenfehler liegen. Und es wäre ein kleiner Hinweis, mal die Augen untersuchen zu lassen.